Und herzlich willkommen zu einem neuen Video am Kanal Roblox Lara. Heute mache ich mal wieder Holz bewerten. Und ja, mir fehlt auf jeden Fall gerade gar kein Egg. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns bei den Anfragen wieder. Okay Leute, ich bin jetzt bei den Anfragen. Und ja, ich wollte mich bedanken für 22.624 Anfragen. Das ist echt so, so krass. Wirklich Dankeschön. Und ja, ich nehme einfach mal Fiona-Jo an. Und ja, ich würde sagen, ich werde jetzt beitreten. Okay Leute, ich bin jetzt beigetreten und ja, ich werde mich jetzt zu ihr teleportieren, so. Und ja, ich schreibe ihr jetzt mal. Ich habe ihr jetzt Hi geschrieben, so. Sie hat jetzt Oh mein Gott geschrieben, so. Jetzt sage ich mal, soll ich dein Haus bewerten? Jetzt hat sie mich gefragt, ob ich Roblox Lara bin. Ja, bin ich. Sie hat jetzt geschrieben, oh mein Gott. Und ja, ich werde jetzt nachher rennen. Okay, Leute, ich bin jetzt bei ihrem Haus und ui, okay, also der Boden ist auf jeden Fall der gemütliche graue und die Wände sind weiß. Und ja, hier im Raum ist auf jeden Fall auch der Boden der gemütliche graue und die Wände sind weiß. Und hier auch wieder der gemütliche graue und die Wände sind weiß, also echt mega cool. Und hier hat sie auf jeden Fall jetzt noch einen Fernseher hingebaut und auf jeden Fall auch noch so ein Sofa. Und ja, ich werde sie jetzt untraden. Und ja, ich gebe ihr auf jeden Fall das Cricket Egg, so. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns bei den Anfragen wieder. Okay, Leute, ich bin jetzt bei den Anfragen. Und ja, ich nehme einfach mal 1, 2, 3 Sonja, 1, 2, 3 Cookie an. Und ja, ich werde jetzt beitreten. Okay, Leute, ich bin jetzt beigetreten. Und ja, ich werde mich jetzt zu ihr teleportieren, so. Okay, teleportieren, so. Und ich schreibe ihr jetzt auch direkt mal. Hi. Sie hat jetzt geschrieben, oh mein Gott. Soll ich dein Haus bewerten. Sie hat jetzt Hi geschrieben und nochmal, oh mein Gott. So, komm mit. Okay, und ja, ich werde jetzt nachher rennen. Okay, Leute, wir sind jetzt bei ihrem Haus und da gehe ich jetzt mal rein. So, okay. Ui, okay. Also, wenn wir reinkommen, hat sie auf jeden Fall den Boden, den gemütlichen Grau und nur ein Dunkelgrau. Und die Wände sind weiß. Und hier hat sie auf jeden Fall zuerst so zwei Fenster. Und da ist so ein Jackenständer. Hier hat sie auf jeden Fall noch so einen Stern. So, okay. Dann hat sie hier auf jeden Fall so welche drei Schränke in weiß. Und da ist auf jeden Fall so ein Spiegel. Jetzt gehen wir mal hier lang. Ui, okay. Also, hier hat sie die Wände und den Boden wieder gleich. Und da sind zwei graue Sterne. Hier hat sie auf jeden Fall so ein gelbes Sofa. Und da hat sie so einen Tisch. Hier hat sie so einen gelben Teppich. Hier ist so ein grüner Baum. Und hier ist auf jeden Fall so ein Fernseher. Da hat sie ein Bücherregal. Und hier hat sie auf jeden Fall so einen ganz, ganz großen Kamin hier gebaut. Und da sind auf jeden Fall auch noch so eine Sperre. Hier hat sie zwei Tische. Und da sind auf jeden Fall so zwei Bücher drauf. Also einmal in blau und einmal in grün. Und hier ist noch ein pinkes und da ist ein gelbes. Und da ist noch so ein Stern in grau. Hier ist auch noch ein Stern in grau. Und hier sind auf jeden Fall ein paar Tassen. Und sie hat geschrieben, oh mein Gott, ich kann es nicht glauben. Da hat sie da auf jeden Fall einen so einen Kühlschrank. Und hier sind ganz, ganz viele Schränke in diesem Gelb. Und ja, da hat sie auf jeden Fall so eine Mikrowelle. Und da ist auf jeden Fall ein Waschbecken. Hier hat sie auf jeden Fall noch so einen Ofen. Und da ist auf jeden Fall so ein Teppich. Hier hat sie einen Mülleimer. Da ist wieder so ein Stern. Und hier hat sie auf jeden Fall zwei Tische. Und da ist so ein Stuhl. Da auch. Und da auch. Und da ist noch ein Babystuhl. Und auf dem Tisch sind auf jeden Fall vier Teller. So. Jetzt gehe ich auf jeden Fall mal geradeaus zum Badezimmer. So, hier hat sie auf jeden Fall den Boden dem schwarz-weiß kariert und die Wände sind weiß. Hier hat sie auf jeden Fall so eine mega, mega schöne Waschmaschine gebaut. Und da hat sie auf jeden Fall eine Badewanne. Hier ist auf jeden Fall eine Toilette, hier ist ein Handtuch, da ist auf jeden Fall so ein Teppich. Und hier sind ganz viele Schränke in grau und da ist auf jeden Fall noch so ein Waschbecken. Hier ist auf jeden Fall so ein Spiegel und hier ist auf jeden Fall noch so eine Blume. So. Okay, jetzt gehe ich mal hier lang. Ah, okay, hier hat sie zwei Fenster und da ist ein Hello-Schild. Und hier hat sie die Wände auf jeden Fall weiß und der Boden ist dieser gemütliche graue. Und hier ist auf jeden Fall der Pool. So, okay, jetzt gehen wir mal hoch. Und da hat sie auf jeden Fall auch ganz, ganz viele Fenster. So, okay, jetzt gehe ich mal hier lang. Okay, hier hat sie den Boden auf jeden Fall in den gemütlichen Grauen, nur in ein bisschen dunkler. Und die Wände sind grau mit grauen Punkten. Da hat sie zwei Teddybärenkisten, da ist auf jeden Fall ein Fenster. Hier ist ein Bücherregal und hier hat sie auf jeden Fall so ein Bällebad. Da sind auf jeden Fall zwei Bettchen in pink und da ist ein Fenster. Und hier sind zwei Bettchen in blau. Da hat sie ein Regal mit einem pinken Buch, da ein blaues Buch und da noch ein grünes. So, hier hat sie zwei Fenster. Und hier hat sie auf jeden Fall ein Erwachsenenzimmer. Also hier hat sie auf jeden Fall den Boden so in den gemütlichen Grauen. Und die Wände sind grau mit grauen Punkten. Da ist ein Sitzsack und hier ist ein graues Buch. Da ist auch noch ein Sitzsack mit so einem lilanen Buch. Und da ist ein Hello-Schild. Hier hat sie so zwei Fenster. Und da hat sie auf jeden Fall so ein
so einen Arbeitsplatz gebaut. Und da ist auf jeden Fall auch noch so ein Stuhl, also das ist ein PC. Hier hat sie ein Regal, ein Bücherregal. Da ist ein Baum, hier hat sie einen grauen Teppich. Hier ist ein Fenster. Und da hat sie auf jeden Fall so eine Leiter gebaut. Da gehe ich jetzt mal hoch. Hier hat sie auf jeden Fall so eine zweite Etage. Und da ist auf jeden Fall so ein Bettchen. Also echt mega, mega cool in Grau. Und ja, ich werde sie jetzt mal untraden. So. Okay, sie hat akzeptiert. Und ja, ich gebe ihr auf jeden Fall das Fossil-Egg. So. Okay, ich akzeptiere jetzt mal. Und sie hat auf jeden Fall gerade gefragt, kannst du mich grüßen? Heiße Sonja. Ich grüße Sonja. So. So, ich habe jetzt geschrieben, hab. So. Okay. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns bei den Anfragen wieder. Okay, Leute. Ich bin jetzt bei den Anfragen. Und ja, ich nehme einfach mal Roblox-Regenbogen. Und ja, ich werde jetzt beitreten. Okay, Leute. Ich bin jetzt beigetreten. Und ja, ich werde mich jetzt zu ihr teleportieren. So. Hi. Soll ich dein Haus bewerten? Bist du Lara? Ja. Und der hat auf jeden Fall geschrieben, ja. Dann sag ich jetzt mal. Okay, dann geh zu deinem Haus. Und die hat auf jeden Fall jetzt auch geschrieben, mein Gott. Und ja, ich werde jetzt nachher rennen. Okay, Leute, wir sind auf jeden Fall jetzt bei ihrem Haus. Und ja, da gehe ich jetzt mal rein. So. Den Boden hat sie auf jeden Fall so lila. Und die Wände sind so blau mit so welchen Schneeflocken drauf. Hier hat sie auf jeden Fall so ein pinkes Sofa. Und da hat sie auf jeden Fall einen pinken Teppich. Hier ist ein Tisch und da drauf ist auf jeden Fall so eine Kasse. Und sie hat geschrieben, kannst du mich grüßen, heißt du Regenbogen. Ich grüße Regenbogen. Da ist auf jeden Fall so ein pinkes Sofa. Die hat auf jeden Fall jetzt gefragt, ob ich sie grüßen kann. Sie heißt Luisa. Und ja, ich grüße auf jeden Fall Luisa. So. Okay, hier hat sie auf jeden Fall so ein paar Fenster und da hat sie auf jeden Fall, hier wenn man lang geht, so einen Petraum, also da ist Essen und Trinken für die Pets, da ist ein Fenster, hier ist eine Pinguinlampe und da ist auf jeden Fall so ein Schlafplatz für die Pets. Und jetzt hat sie auf jeden Fall gefragt, machst du Video? Ja. Da ist auf jeden Fall so ein Sofa und da hat sie noch so ein kleineres Sofa und hier hat sie auf jeden Fall so einen pinken Baum. So, okay, jetzt gehen wir mal hier lang. Hier ist auf jeden Fall das Badezimmer. Also da ist eine Dusche, hier ist eine Toilette, da ist ein Waschbecken, da ist ein Spiegel und da ist auf jeden Fall noch so ein Handtuch. So, jetzt gehe ich mal hier lang. So, okay, jetzt gehen wir mal hier lang. Hier hat sie den Boden in den gemütlichen Grau und die Wände sind so pink mit Einhörnern drauf. Da ist ein Tisch mit einer Lampe. Hier ist so ein Fenster und da ist ein Babybett. Und sie hat gesagt, Lara, ja, so. Okay, jetzt gehen wir mal hier lang. Hier ist auf jeden Fall der Boden so schwarz-weiß kariert und die Wände sind so weiß. Hier ist ein Ofen, da ist so eine Arbeitsfläche. Hier ist auf jeden Fall so ein pinker Kühlschrank und hier hat sie auf jeden Fall auch ganz, ganz viele Arbeitsflächen und da ist auf jeden Fall so ein Waschbecken. Hier ist ein pinkes Regal und da ist auf jeden Fall so eine Kerze. Okay, hier hat sie den Boden auf jeden Fall so blau und die Wände sind weiß. So, okay. Jetzt gehe ich mal hoch, so. Hier hat sie die Wände so rot mit so welchen Geschenken drauf. Und den Boden hat sie auf jeden Fall so in dem gemütlichen Grauen. Und jetzt hat sie geschrieben, wann kommt das Video? Heute. Da ist auf jeden Fall so ein Ding, wo man mit anderen Leuten Rechte machen kann. Und da ist auf jeden Fall nochmal dieses Teil. Hier hat sie auf jeden Fall ein Fenster. Und jetzt gehe ich mal hier lang. Sie hat jetzt hier A geschrieben. Da ist auf jeden Fall so ein Kleiderschrank, sag ich mal. Und hier hat sie so welche zwei Bettchen in pink. Hier ist so ein pinker Teppich. Und da hat sie auf jeden Fall einen Schminktisch. Du bist die Beste, du bist mein Idol. Oh, danke. So, okay. Und da hat sie auf jeden Fall ein Fenster. Und ja, jetzt werde ich sie auf jeden Fall mal untraden. So. Und ja, ich werde ihr auf jeden Fall das Pet-Egg geben. So. So, okay. Ich habe akzeptiert. Und ja, ich würde sagen, kommen wir zur Verlosung. Und zwar verlose ich diese Bad hier. Was ihr dafür müsst, ist einfach Hashtag Bad in die Kommentare zu schreiben. Dann werde ich auslosen, dann bekommt ihr die. Kommen wir nun zum Gewinnspiel vom letzten Video. Okay, Leute, ich habe hier jetzt Hashtag GingerCat hingeschrieben. Und ja, mal gucken, wer der Gewinner ist. Und der Gewinner ist PH. Und ja, ich suche sie oder ihn jetzt mal. Okay, Leute, hier ist sie. Und ja, ich schreibe ihr jetzt mal. Du hast die GingerCat gewonnen. Wie ist dein Username? Okay, Leute, ich habe jetzt geschrieben. Und ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, tschüss.